Wir sind hier in der Kabine vom SC Langenthal. Ich habe bei mir Robin und Jaila Niefeler. Sie zwei haben die ganze Nachwuchsbewegung im SCL erlebt und durchlebt. Jaila, wie lange spielst du schon für Gelb-Blau? Ich spiele schon seit über 10 Jahren für den SC Langenthal. Ich habe die ganze Nachwuchsabteilung durchgemacht bis 19. Dann habe ich zu den Frauen gewechselt. Und während der Zeit, als ich bei den Gielen gespielt habe, habe ich auch noch 2 Jahre als Piccolo-Trainerin ausgeholfen. Robin, bei dir ist es so ein bisschen weitergegangen. Du hast es bis in die Profimannschaft sogar geschafft. Erzähl mal von deinen Erinnerungen rund um die Nachwuchsbewegung vom SC. Also etwas, was ich sicher nie werde vergessen, ist, immer Anfangsjahr sind wir auf Regensburg als Turnier. Dort haben wir aber gross und so weiter und so fort gespielt. Und das war ja, für uns dann etwas vom Grössten. Und ja, eben, das sind Erinnerungen, die werde ich sicher nie vergessen. Das sind Erinnerungen, Kollegen, die bleiben fürs Leben. Genau, ja. Also ich habe dort Kontakt geknüpft. Ich bin zwar nicht mehr so in Kontakt mit ihnen, also, aber eben auf Facebook sieht man immer wieder Beiträge. Und ja, da kommt die Zeit aber wieder ein bisschen auf. Ja. Jaila, wie war das bei dir? War das anders bei den Mädchen oder kann man das vergleichen? Nein, das war echt genau das Gleiche. Ich war auch zum Beispiel zu Regensburg. Auch ich habe noch Freundschaften von dort. Auch sonst konnte ich privat Freundschaften knüpfen mit x Leuten, die ich das Hockeyspielen kennengelernt habe. Du hast ja auch noch Erfahrungen gesammelt als Trainerin. Erzähl mal, wie war das? Das war sehr hilfreich, auch für mich zu fordern. Und die Kleinen, wenn man sieht, was die für in einem Jahr für Fortschritte haben gemacht, das ist wirklich sehr schön und cool anzuschauen. Und ja, schlussendlich gibt es euch nichts Schöneres als ein Kinderlachen am Ende des Tages. War aber auch noch ein bisschen Aufwand, Trainer zu sein? Ja, auf jeden Fall. Trainingszeiten sind manchmal sehr früh. Dann muss man, was bedeutet, dass man eventuell ändern muss gehen vom Arbeiten, büßt man dort ein bisschen Zeit ein. Dann sind die Turniere manchmal um 8 Uhr am Morgen irgendwo im Oberland, am Samstag, Sonntag, wenn man sonst ausschlafen könnte. Da nimmt man sicher ein bisschen Opfer, ja. Robin, ich denke gerade du als jetziger Profispieler hast durchaus profitiert von der Organisation der Strukturen beim SCR. Genau, wir haben in der Schulzeit, die Oberstufe, haben wir alle Wochen, zweimal in der Woche haben wir, über den Mittag können trainieren. Also das hat lang der SCL mit der Schule abgemacht. Und ja, es hat auch nie ein Problem gegeben dort. Wir haben immer von halb 12 bis um halb 1 Training gehabt. Das war geregelt. Und, ja, genau. Da haben wir gute Strukturen getroffen, das hat alles super funktioniert. Genau, ja. Ja, genau. Ist ja sicher auch so, dass das etwas zu erhalten wäre. Also davon kann man auch in Zukunft noch profitieren. Ja, genau. Also, wenn ich daran denke, ist es zwar noch ein bisschen weit gegriffen, aber ja, irgendwann endet meine Karriere auch und dann wäre es natürlich schon schön, in einer so gut strukturierte und organisierte Organisation vielleicht zurückzukommen als Trainer oder sei es irgendetwas. Ja. Dann ist auch klar, was wir nachher am 9. Februar machen müssen, oder? Ja, genau, oder Jaila? Wir gehen am 9. Februar anstimmen.